Also, das ist ein uraltes Video. Das ist der Hacker heißt Phineas oder nannte sich Phineas Fischer. Und der zeigt, wie er die Webseite von der Polizei hackt. Hello, human. Your mind is encrypted. Your mind is free. I will decode your mind. I will free you. There is no way out. You are mine. Mittlerweile geht das übrigens You deutlich own this einfacher. Er system. richtet jetzt hier ein Profil ein All und I muss have. den Proxy selbst This einrichten, system needs you. You have to einstellen, aber das kann become man the mittlerweile system. speichern. You have to become one with the system. We need you for a mission. We need you to Ich kann das ja become ein the bisschen system. darüber ziehen. You are the key. Get it Sieht man es running besser. is real. Everything Genau, is er encrypted. installiert noch ein Zertifikat für den Proxy, damit er auch Assist. HTTPS-Webseiten sich angucken kann im Proxy, ohne dass die rummosern. Dann bekommt er eine Capture-Anfrage in Google, weil er mit Tor unterwegs ist, hundertprozentig. Teste da gerade auch, ob das funktioniert. Ich weiß gar nicht, welche Webseite. Sucht er die jetzt erst raus? Genau, dann holt er den Default-Kontext rein, damit alles, was er macht, sich nur auf die bezieht. Da kann er nämlich hier filtern und sieht die History nur von der Domain. Er schreibt noch was. They have a WordPress plugin that blocks non-Spain IPs. Wer auch immer sowas macht. Aber ja, okay. Okay. Die haben auch eine Webseite. Die Webseite ist vermutlich die, die er hackt gleich. Ja, muss ich das registrieren mit irgend so einer E-Mail-Adresse und damit die halt erreichbar ist, nimmt er irgendeinen Quatsch. Also so ein Dienst, der kostenlos ist. Ja, gibt er irgendeinen Müll ein? Ah, der Mac Student. Der Mac Student. Das ist der Beste. So, E-Mail-Adresse, damit er halt sagen kann, okay, ich habe eine verifizierte E-Mail-Adresse. Jetzt ist er angemeldet. Mein Spanisch ist nicht so gut, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich angemeldet. Da ist irgendwo ein Link, um zu bestätigen, dass es die E-Mail-Adresse gibt. Und jetzt ist er, glaube ich, da drin. Sein toller User, sein Passwort. Jetzt bekommt er so ein sehr schön selbstprogrammiertes PHP-Panel vorgesetzt.
Da kann er sich selber einschreiben. So, jetzt geht er auf Zap und die ganzen URLs, die er gerade eben aufgerufen hat, sind jetzt zumindest mal in der History drin. Die letzte ist ganz unten, die, die er als letztes halt hatte. Er macht Resend, das heißt, er sendet den gleichen Request nochmal, was er jetzt gemacht hat. Erklärt er das eigentlich? Nö, da erkläre ich es halt. So, was macht er denn jetzt? Er guckt in den Requests rum. Er macht ein minus 1 in die ID und versucht eine SQL-Injection zu finden. Ich habe nicht aufgepasst, ob er eine gefunden hat. Probably SQL injectionable. Ja, dann. Du kannst auch ein automatisches Tool da drüber nudeln lassen. Ah, okay, jetzt macht er ein SQL-Map auf und nimmt sich die URL, die er da hat. Das ist ein Post, das heißt, er muss noch die Daten angeben. ZAP ist eher nicht wie Burp. Der Vorteil von ZAP ist einfach nur, dass es kostenlos ist und gleichzeitig ein mehr oder weniger so einen Scanner dabei hat. In der kostenlosen Version von Burp funktioniert das nicht. Jetzt hängt er noch den Cookie dran, gibt bei Data ein, dann ist es ein Post und sagt auch, soll nur die ID-Parameter testen. Ja. Das ist über Tor nicht so super schnell. Ich weiß auch jetzt nicht, ob das direkt funktioniert oder ob er da das einfach testet. Hehehe. Ja. User Agent, ist das dieser Parameter? Es gibt auch diesen random User Agent Parameter, glaube ich. Habe ich den bei mir drin? Ich habe doch hier so eine schöne. Wo ist denn die Botze? Bei meinem Full Check. Ist irgendwo SQL-Map, kann man, wenn man will, benutzen. Random Agent habe ich dann drin. Steht da auch SQL-Map drin? Oder Random? Ja, ich habe immer eigentlich Random. Genau, das benutze ich eigentlich immer. Wobei ich ja eh nichts mache, was jetzt was nicht erlaubt ist. Ja, ID, wie weit ist er? Tor ist langsam, es dauert. Es dauert, es dauert, es dauert. Oh Gott, was macht er jetzt? Ich spule mal so einen Tick vor. Ah ja, okay, er zeigt, warum man die Webseite hackt, weil es da Proteste und übelste Polizeigewalt gab. Können wir ganz kurz einfach mal überspringen. Da habt ihr ein Disconnect, wahrscheinlich weil seine Tor-Connection abgeschmiert ist. Ach ne, er bekommt interne Server-Error. So, ich dachte erst, die Verbindung wäre einfach weg. Ja, jetzt zeigt er nochmal. Ja, okay.
Genau, die ID, die er eben hatte, ist verwundbar. Jetzt macht er wahrscheinlich einen Dump oder sowas. MySQL 5. DBA True. Was heißt das? Database Admin? Keine Ahnung. Database. Jetzt macht er, ich habe das nicht mitbekommen, was macht er? Jetzt guckt er erstmal nach den Datenbanken, die bekannt sind. Also, ja. Er guckt also tatsächlich manuell ein bisschen durch. Genau, es läuft in WordPress offensichtlich. SQL Shell. Ja, das ist nämlich sonst ein bisschen nervig. Jetzt guckt er in den Optionen und guckt jetzt nach Upload. Ich vermute mal, er will dort einen Nutzer anlegen, einen Admin-User. Okay, was hat er? Er hat. Okay, er hat jetzt den Ordner, in den das Upload-Ding reinläuft. Das Document root. And. Ja. Ja. Ja, kann man vielleicht reinschreiben. PHP-Shell will er hochladen. Weebly, das habe ich glaube ich auch schon mal gezeigt. Hatte ich das in meinem Buch? Ich weiß nicht mehr. Ich hatte einmal diese, die aller einfachste PHP-Shell, die es gibt. Und Weebly ist das Ganze nur, macht ein PHP-Shell mit einem Passwort. Und nicht so, wie ich das hatte, ohne alles. Also nicht so eine ganz, ganz einfache. Ja, 10.99 ist ja uralt. Aber ja, geht halt noch. Ja, okay, was macht er jetzt? Er will eine Datei schreiben und zwar in das Verzeichnis. File Destination und dann. Ja, da muss es auch den kompletten Pfad nehmen, Junge. Nimm den kompletten Pfad. Genau. Das ist der komplette Pfad. Da schreibt er die Datei rein. Und er hofft, dass er sie jetzt aufrufen kann. Also erstens hofft er, dass er reinschreiben kann. In den Ordner. Error, hat das nicht funktioniert. Ja, okay. Den Nutzer, den er hat, der hat keine Berechtigung, in das Verzeichnis reinzuschreiben. Und jetzt? Oh, let's try. File read to get the site. So ist gut. Was macht er jetzt? Okay, er will eine Datei lesen und zwar. Die Login-Seite will er lesen. Okay, die Login-Seite lädt er sich jetzt runter. Keine Ahnung. Ich ruf dich mal an. Was macht er jetzt?
klingelt das jeden Fall. Ich hab's. Ciao. So, es ging ein bisschen schnell, ich habe nicht aufgepasst. Was will er? Ist das ein Witz? Nee, ne? Ja, was er da macht, ist halt. Es funktioniert halt wirklich nur auf der Seite. Das ist schon ein Riesenglück. So, was macht er jetzt? Er will irgendwas zeigen. Oh, das Video, ich glaube 5 Jahre alt. Ja, ich glaube, da stand irgendwas von 5 Jahre. So, was ist jetzt der Plan hier? Er nimmt sich die Passwortliste. Hat er schon das Admin-Login? Habe ich das einfach. Habe ich das. Wo war denn der Hash jetzt? Habe ich das irgendwie verpasst? Also er hat irgendwo den Hash her. Oder bekommt er noch? Und jetzt guckt er sich die PHP-Datei an, die auf dem Webserver da liegt. Und guckt halt jetzt, ob irgendwo noch was ganz Dummes passiert, so wie an der Stelle. Und jetzt merkt er, ah, okay. Move uploaded file, da gibt es ein Problem. Jetzt baut er sich wahrscheinlich da irgendwas Spezielles dafür. But you need to be an user. Try to view this page. Ja, okay. Q-Ausrufzeichen. Sehr schön. Was macht er jetzt? Also, da wird immer noch wild rumgetestet. Er sucht was. SQL Shell macht er wieder auf. Und wieder zu. Guckt jetzt mal bei Campus in die Tabellen rein. Datenbank heißt, glaube ich, den Campus. Es gibt eine Tabelle, jetzt lässt sich die Spalten in der Tabelle anzeigen. Ja, das ist der berühmte User, also die Spalte, wo drin steht, ob jemand
dieses spezielle User-Attribut hat. Das wird er jetzt wahrscheinlich irgendwie versuchen, da was dran zu drehen mit seinem User. Oder guckt was. Ja, jetzt guckt er erstmal, welche User das überhaupt können. Und weil das so lange dauert, macht er zwischendrin was anderes. Ah, okay. Er guckt sich's an. Okay. Es gibt. Ah ja, das ist ja der Hash von dem. Das war jetzt der Admin. Der hat ja aber keinen Admin. Also er guckt jetzt, ob es den Hash in seiner Datenbank gibt. Create Password. Ja. Das ist das Passwort. Also er hat jetzt Folgendes gemacht. Er hat jetzt sich diese RockYou-Datenbank geholt, dann gepiped in PHP, dann sich, ich fange vorne an. Er hat sich die PHP-Datei von dem Login runtergezogen. Dann hat er geguckt, wie hier das Passwort gebaut wird. Und zwar ist das ein MD5 und dann SHA1 und dann das Passwort. Dann hat er sich die RockYou-Datenbank genommen, das sind bekannte Passwörter, hat die gepiped in ein PHP-Skript, das genau MD5 und SH1 macht. Das müsste das hier gewesen sein. Hier. Genau. Und das hat er geschrieben in RockYou SH MD5. Das hat er übrigens. Ja, gut, okay. Also hat aus dieser kompletten Liste die Hashes gebaut, um jetzt in der Datenbank, wenn er den Hash hat, einfach nur noch gucken zu müssen, ob der Hash da drin ist. Ja, und war jetzt bei dem ersten nicht drin, bei dem zweiten schon. Und jetzt hat er hier das Passwort, was 4 Zahlen sind. Das hätte man mit Brute Force auch noch rausbekommen. Aber ja, er guckt jetzt, wie der Nutzer heißt. Und weiß, wie das Passwort heißt. Also kann er sich einloggen. Und der Nutzer hat die Berechtigung, um was hochzuladen. Das heißt, im Prinzip kann er gleich seine Shell da hochladen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ja. Ja, jetzt ist er eingeloggt. Jetzt versucht er die Datei, guckt jetzt erstmal, wer das ist, aber eigentlich muss er gucken, welche, wo er die Datei da hochladen kann, wo die PHP-Datei da ist. Genau, hier kann man PDF hochladen. Die hat er schon gebaut. Die lädt er jetzt da hoch. Das ist halt witzig, wenn das halt einfach nur so, ja, lad mal da irgendwas hoch und dann funktioniert das auch noch. So, die URL hat er jetzt. Da ist erstmal nichts zu sehen. Da muss er Weebly nochmal benutzen und sein Passwort, das er eben festgelegt hat. Ja, das Passwort hat er gerade vergessen, deshalb muss er es nochmal rauskopieren. Und jetzt hat er eine PHP-Shell. Jetzt ist er hier auf dem Backdoor Communication. Was hat er jetzt für ein Problem? They have bad SSL-Zertifikate. Das ist ja wohl saudumm. Gibt es da Parameter für? Nee, er macht es halt einfach ohne Zertifikat. Ja, okay, wenn es geht. Ja, genau. Jetzt ist er mit dem Webserver-User auf dem OVH-Rechenzentrum, wo dieses tolle Tool liegt. Jetzt guckt er erstmal, welche Dateien da so rumliegen. Jetzt nimmt er sich erstmal, jetzt geht er da weg, damit das nicht direkt auffällt. Und ändert das wieder zurück. Warum? Weil er hat das gespeichert, ja. Weil das sind ja die Daten von dem anderen.
von dem anderen Account. Wenn der sich natürlich einloggt, fragt er sich, warum ist denn meine Datei da weg? Deshalb hat er das umbenannt. Und ja, damit es sich auffällt. So, jetzt ist er wieder da. Bla bla bla, ist a nice shell, but not as good as the real thing. Tja, das stimmt. Also macht er sich mit Netcat was auf und sollte Netcat halt auch starten. Am besten vorher. Jo, hat er. Also die Mühe mache ich mir noch, also die Mühe mache ich mir normal nicht. Bash. So, wo ist er jetzt? Immer noch bei den PDFs. Was es sich eine Mühe macht, damit das nachher anständig aussieht. Okay, er guckt in WP-Content rein und guckt sich das Passwort für die Datenbank an. Loggt sich ein, da fehlt ein Leerzeichen. Ach ne, fehlt kein Leerzeichen. Er macht einen Dump von dem WordPress. Er guckt, wie viel Speicherplatz frei ist. Ja, er will halt einen Dump ziehen und wenn er halt keinen Speicherplatz hat, ist halt schlecht, ne? Weil dann fällt das nämlich auf, weil einfach die Website nicht mehr funktioniert. Don't crack hashes, backdoor, login page. Ja, das stimmt. Ja, was macht er jetzt? Er guckt sich, was er will, eine Backdoor. Es gibt offensichtlich da schon eine Backdoor für WordPress. Und das macht er jetzt da rein. Das heißt, jeder, der sich einloggt, dessen Passwort wird im Klartext nochmal gespeichert in User PHP. Das sollte er jetzt richtig gemacht haben, sonst wäre es schlecht. Jetzt hat er nochmal geguckt, ob er irgendwas falsch gemacht hat. Aber ist kein Syntax-Error, das ist schon mal ganz gut.
Jetzt fixt er nochmal die Timestamps, damit es nicht auffällt, dass er die Datei bearbeitet hat. Das hat er jetzt nicht aus dem Kopf gewusst. Hoffentlich. So, was macht er jetzt? Noch ein Login. Ist das noch ein Login, was er backdooren will? Oder was ist das denn? Ja. Ist es. Ja, alle, die sich auf der, also alle Passwörter von WordPress und alle Passwörter von der Campus-Webseite werden jetzt da auch gespeichert in einer Datei, in der gleichen, glaube ich, ja. Gleiches Spiel, er setzt nochmal die Timestamps zurück. Naja, knapp. Ja, okay. Das ist zwar nicht richtig, aber... Weil alles 2005 ist, außer die eine ist jetzt 2006, aber ja, ist okay. Es geht auch sehr, sehr schnell hier ab. So, weiter. Was macht er? Er backdoort das nächste. Ja, was heißt Backdoor? Eigentlich ist es ein Keylogger. Muss natürlich die richtigen Parameter haben, sonst ist das Ganze ein bisschen schwierig. Sonst funktioniert das nicht. Good not open file. Ja, falsches Verzeichnis. Kein Syntax-Error. Jetzt muss er noch die Datei umstellen. Okay, scheinbar macht er das während der Betrieb auf dieser Webseite ist. Ich dachte, er macht das jetzt irgendwie, keine Ahnung, abends oder so. Ah, okay, jetzt guckt er in die Datei rein und da haben sich doch schon Leute eingeloggt zwischendrin. WP-Test-Test. Aha. Das ist der Administrator. Ja, vor der... Okay, die haben scheinbar öfters das gleiche Passwort und für den Twitter-Account hatten sie auch das gleiche. Jetzt geht der hin und hat er ein Leerzeichen zu viel? Ja, jetzt nicht mehr. Genau, er verbindet sich mit der MySQL-Datenbank von dem WordPress. Oder, beziehungsweise, das wird ja wohl alles sein, vermutlich. WordPress, ja, was will er denn jetzt noch? Wie lange geht denn das Video noch? Ah, nicht mehr so lange. 5 Minuten. Er guckt nach. Was will er denn da? Okay.
Er sagt nochmal, man soll die gleichen User Agent benutzen und sich von irgendeiner IP im gleichen Land anmelden, wenn man da jetzt irgendeinen Nutzer benutzt von dem Keylogger. Okay, er hat ja einen Dump gezogen von der Datenbank. Das hat er jetzt auch mittlerweile. Jetzt macht er nochmal einen Dump. Ne, er macht nochmal MySQL-Dump von -T. Ja, komm. Das ist jetzt eine andere. Also er hat das Ding ja sicherlich sich vorher aufgeschrieben, was er gemacht hat, oder? Also, oder er hat da so Übung drin, dass er das einfach so macht. Aber ich müsste alle 3 Minuten irgendwas googeln. Ja, jetzt www-root, was macht er da? Okay, er zippt das Backup. Jetzt muss man ein bisschen mit dem Speicherplatz aufpassen, ne? Was dann, weil das fällt halt auf und es sollte genug da sein, sonst ist es sehr, es wird das Ganze sehr unangenehm. Was macht er denn? Er will das wahrscheinlich jetzt mal erst da rausziehen. Es wird immer noch zusammengepackt. Ach so, er packt das Backup, die Dateien und den Dump alles irgendwie zusammen in eine Datei, damit er nicht 5 Dinger darüber ziehen muss. Dann. Achso, dann hätte er das Ding index.html und kopiert es irgendwo hin. Und jetzt guckt er halt einfach. Also jetzt zieht er sich quasi die index.html runter und das ist halt einfach nur das Backup. Und alles, der Dump und alles Mögliche zusammen. Ja, ciao. Das könnte noch ein bisschen dauern über Tor. Ja, das war's.